Hallo Chef. Hallo Jakob. Das gespielte Interview. Wir sind auf dem Partisan-Festival 2016. Dritter Tag Partisan. Das Wetter ist fantastisch, endlich mal wieder. Wir hatten jetzt einen Tag Nieselregen, es war blöd. Müssen ein bisschen improvisieren, deswegen nicht, dass ihr denkt, wir kaufen hier nebenbei noch... Wir kaufen hier nebenbei noch ein paar Aktien. Nein, wir machen das, damit der Ton gut ist. Wir bringen ja immer unser neues Heft zum Partisan raus. Das haben wir ja vor 2 Jahren auch hier gelauncht sozusagen, wie man sagt. Und jetzt 2 Jahre sind um. Danke an alle Leute, die uns unterstützt haben. Es ist gut gelaufen in den 2 Jahren. Und wir haben natürlich auch ein neues Heft zu diesem Partisan gemacht. Nicht zu diesem Partisan, aber vom Datum her. Unsere sogenannte Creator-Ausgabe. Das ist was ganz Besonderes, denn wir haben was gemacht, wo jeder normale Marketing-Heftmacher sagen würde, um Gottes Willen, wir haben das Logo verändert. Ja, wir dachten, es soll ja aussehen wie ein Plattencover und es soll nicht aussehen wie ein Heft mit einem Artwork drauf. Deswegen haben wir auch das Death Forever an Creator angelehnt. Jakob, du musst mal das Poster raus. Oh, hier sind 2 Poster. 2 Poster. Das ist ja geil. Es kaufen gibt, Sie, kaufen es gibt Sie. Hefte mit 2 Postern. So, warte mal. Die müssen irgendwo auch im... draußen am Kiosk so liegen. Ich versuche mal. Ich glaube nicht, dass wir gerade das einzige Heft erwischt haben. Knister. So, Running Wild, eine Seite. Gates of Purgatory. Und die andere Seite ist... Kriegst du den Sound drauf? Ja. Jakob nimmt den Sound hier auf, wegen der Musik im Hintergrund. Rainbow Life. Mit Gil natürlich aus der Zeit. So, wir tun das Poster mal zur Seite und blättern mal eben zusammen durch. Das Vorwort ist eine Sache, die mir am Herzen liegt, aber über die wir jetzt hier schlecht reden können. Da müsste man zu weit ausholen. Bin gespannt, wie die Resonanzen sind. Ein sehr lesenswertes Vorwort. Danke. Dann haben wir Totenmond von Wolf. Schmier hat was über den Soundtrack seines Lebens geschrieben. Was machen Sabaton im Heft? Ja, das frage ich mich musst auch, du ehrlich erklären. Gesagt. Ja, es ist ganz einfach zu erklären. Wenn wir sowas wie Sabaton nicht reinnehmen, weil Frank sich das wünscht, dann haut uns Frank ab und das geht nicht. Nee, also das Frank geht. Hat Narrenfreiheit. Okay. Und wenn Frank sagt, ich muss Sabaton interviewen, ja, dann muss das halt. Und wir haben aber eine Plus-Minus-Kritik gemacht, um auch zu zeigen, dass Frank nicht immer unsere Meinung vertritt. Ja. Übrigens, du hast ein Devil's Blood-Shirt an. Gestern war, glaube ich, Selims Todestag, richtig? War das gestern? Ja. Ich meine, ich habe ein paar SMS gekriegt, das muss gestern gewesen sein, als Destroyer gespielt haben hier. Deswegen haben die auch einen Song für ihn gespielt. So, Tom Warrior hat eine interessante Kolumne gemacht. Sodom, starkes neues Album, das habt ihr woanders auch schon gehört. High Spirits ist das Album der Ausgabe bei uns. Guck mal, High Spirits haben mittlerweile sogar richtige Pressefotos. Die Band wird also größer. Ja. Stimmt, das sieht professioneller aus. Ja. Interview von Manuel, sehr stark. Monument für Maiden-Fans. Lord Vika vom Stappi, also auch ein bisschen Doom drin. Noch mehr Doom. Dauter hat Johannes Paul Köhler, hat den Ola Blomqvist, der Grüftegard gerade aufgelöst hat, interviewt zu seinem neuen Projekt. Und ja, also mehr Doom Underground geht nicht. Dann die große Creator-Geschichte. Genau, die Creator-Geschichte ist 10 Seiten lang. Ich glaube, es macht eher Sinn, wenn wir das Heft so rumhalten. Creator to Kill. Guck mal, ich mach so, dann kannst du. Okay, das ist gut, ja. Saskia, hast du das auch drauf? Geht das? Oder? Geht, ne? So, also 10 Seiten Creator-Special über Pressure to Kill. Das finde ich geil hier. Milles alter Kumpel Ripping Corps. Ah, das ist ja der Wolf. Das ist ja der Wolf. Wolf, kannst du mal kommen und das Heft halten? Ich hab nur 2 Hände. Paul muss da auch irgendwo sein. Guck mal, pass auf, ihr müsst das Heft nehmen und ich versuche irgendwie dieses Audio mitzuschneiden. Alles klar, gut. Er macht das Audio, wir blättern weiter, immer noch Creator. Leg schön auf meinen Bauch. Titanblatt von Wolf, ein sehr seltenes Interview. Die geben doch gar keine Interviews. Doch, der Wolf schon. Ja. Graveyard, Death Metal, also wir reden von der Death Metal Graveyard. Dark Forest von Manuel, Psychotic Vault, 6 Seiten, die Michael Kosig gemacht hat als Special. Leserbriefe, wie immer interessant, aber Bluespilz vom Himmelstein, Koschmar von Wolf. Die Annik ist auch jetzt bei uns als Redakteurin mit dabei von Koschmar. Inquisition, super Album. Dann kommt, also ich nehme es mal ganz kurz so, kannst du da halten? Na klar. Ja, ne? Wir haben ein Special gemacht zum Thema Cascadian Black Metal, also so nennt man das. Das ist nicht beschränkt auf Amerika, obwohl der Name das so sagt, aber es ist inzwischen eine ganze Szene und es ist, wenn man das kurz fasst, Black Metal eigentlich mit humanistischem Unterton. Das und ist Black ganz Metal, seltsam. Der den Sound von Black Metal nutzt, aber nicht unbedingt die Nieten und Stacheln und Patronengurt-Ästhetik. Ja, so kann man es auch sagen. Es ist interessant, die Interviews zu lesen.
Wir wollen das aber nicht zu plakativ machen. Also wir wollen hier nicht links gegen rechts oder so ein Quatsch. Das bringt auch keinem was. Das wollen auch diese Bands nicht. Lest es euch einfach durch. Da wird Klartext gesprochen und es ist anders. Anders und interessant. So, Profanatica haben ein Interview. Das ist auch sehr selten. Hammers of Misfortune von Manuel. Unser großer Bang Your Heads Rückblick. Dann der Maniac der Ausgabe, Forgotten Jewels, Dungeons, Witherscape. Jetzt ist deine Stimme weg und der Drum-Sound wegkommt. Okay, große Witherscape-Geschichte, Dan Swanö. Pass auf, ich blätter jetzt. Dan Swanö mit seiner Rockband. Da kommt ein riesen Soundcheck. Gewinner der Ausgabe sind natürlich die High Spirits vor Hellbringer. Was cool ist. Die Hellbringer-Platte ist auch total super. Gut, Platten-Reviews. Viele Reviews wie immer, viel Vinyl drin. Die hören ja gar nicht mehr auf, die Reviews. Oh, das ist eine Running Wild-Geschichte. Running Wild Wolfhard. Ihr wisst ja, dass... darf ich das verraten? Wer das Tagebuch? Wer Angelo Sasso ist, darf ich das verraten? Nee, ne? Das darf ich nicht. Angelo Sasso arbeitet ja für Death Forever und trommelt nicht, sondern Angelo Sasso schreibt. Und wir haben aber trotzdem ein Interview mit Rolf gekriegt, mit Rock'n'Rolf, und das hat Wolf gemacht. Also Wolf hat Rolf interviewt zum überraschend guten neuen Running Wild Album. Ist wirklich überraschend gut geworden. Es ist überraschend geworden. Ja, aber ja, es also ist okay. Du findest es nicht gut, oder? Ich find's okay. Da kannst du ruhig sagen, wenn es nicht gut ist. Nein, ich find's okay. Es gab schon schlimmere Running Wild Alben. Also dafür, dass man eigentlich nichts erwartet hat, ist es besser als das, was man erwartet hat. Also für mich ist es das Beste seit der Rivalry. Autsch, okay. Das ist schon lange her. Ah. Ich meine dazwischen... Man könnte jetzt böse sein und sagen, das gehört auch nicht viel. Das Beste seit Rivalry. Mit jetzt kommt der Moment, wo man vorspult, weil wir beide erstmal eine Stunde über Running Wild reden. Ja, aber ist ja auch wichtig. Das machen die Fans draußen auch. Und das machten auch Wolf und Rolf in dem Interview. Da hat der Rolf vom Telefonat auf alle Fälle seinen Aluhut abgenommen, um Tacheles zu sprechen. Ja, das hat er gemacht. Ja. Und was er gesagt aber hat, könnt ihr lesen. Hat auch Tacheles gesprochen. Das ist interessant. So, hier haben wir das erste Interview, das Fenris für uns gemacht hat. Also Fenris hat ja bis jetzt eher Kolumnen geschrieben und Reviews geschrieben, aber diesmal hat Fenris auch selber interviewt, und zwar seine Lieblingsband Virus. Und dass Fenris, wenn er ein Interview macht, nicht so Fragen stellt wie andere Leute, das ist wohl klar, ne? Also, ich bin sehr gespannt. Duel. Momentan vielleicht die Hype-Band im Moment, wo alle aufgeregt sind, wie es klingt. Das ist die... Ein bisschen Nachfolger von Devil's Blood, oder? Ja, für mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist eine Geschichte, die ich trotzdem sehr interessant finde. Und vom Personal her hast du natürlich recht. Ne? Also von den Musikern her. Große Vicious Rumors Geschichte. Widow und hier von Frank Assassin's Blade. Das fällt wieder unter... Lass doch einfach durchgehen. Mit dem alten Slayer-Shirt sowieso. So, jetzt kommen noch ein paar Festivals. Potsdam Open Air. Potsdam war geil. Funkenflug sieht auch super aus. Da war Johannes. Ja, dann Paul. Haben wir hier Megadeth. Richie Blackmore. Oh, Rainbow natürlich, Live-Review. Iron Maiden in Berlin. Ein völlig aufgelöster Wolf-Rüdiger Mühlmann mit einem 12 von 10 Punkte Review über die Maiden-Show. Muss wohl grandios gewesen sein. Ja, Wolf hat neben mir gestanden, hat alles mitgesungen. Ich konnte dadurch vom Originalkonzert nichts mehr hören. Aber der Gesang war anders als sonst. aber es war geil. Der war besser. Anders, ich sag anders. Aber es war interessant. Also, interessant mal so Maiden ohne Kopfstimmen zu hören. Und Bruce war ganz schön heiser an dem Tag. Naja, ich meine, man darf nicht vergessen, die haben eine riesen Show hinter sich. Und das, was Maiden da an Produktion und Tour fahren, ist schon Champions League. Ne? Das muss man auch gesundheitlich durchhalten. Und alleine, wenn man sich anguckt, was Dickinson an Laufpensum auf der Bühne abliefert, ohne zwischendurch am Sauerstoffzelt zu nippeln oder sich Gummibären zu holen. Also ehrlich gesagt fand ich das Berlin-Konzert von Maiden gerade deswegen gut, weil Dickinson mal nicht nur immer gerannt ist. Ja. Der muss ja nicht immer zeigen, dass er in seinem Alter noch kreuz und quer über die Bühne rennen kann, sondern der hat diesmal genau die richtige Mischung gehabt. Also er ist ein bisschen gerannt. Yannick Görs war auch besser diesmal von der Bewegung her, aber Dickinson hat auch mal ab und zu einfach mal so gestanden und gesungen. Stopp! Und das fand ich super. Stopp! Den Rest muss man im Heft lesen, ja weil sonst verraten wir alles. Okay, alles mehr Guinness trinken. Neues Heft. Wie gesagt, danke für 2 Jahre Death Forever. Hier beim Partisan angefangen und ja, wir haben noch einen Tag Spaß jetzt und viel Arbeit vor uns. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Und auch mehr Guinness trinken.